Hab ich nicht mehr. Ich bin zwar noch da, aber ich kann ja nichts machen. Es ist so, als ob so jemand den Hahn abdreht und der Saft wieder weg ist. Wie fühlt es sich an, von einem Tag auf den anderen zu schwach zu sein, um morgens alleine ins Bad zu gehen? Wir sprechen über das chronische Erschöpfungssyndrom, in der Fachwelt Chronic Fatigue Syndrome, kurz CFS genannt. Es kann theoretisch jeder an CFS erkranken, ja. Ich bin auf dem Weg zu einem Interview, von dem ich überhaupt nicht weiß, was mich erwartet. Meine Gesprächspartnerin ist dauerhaft so erschöpft, dass sie nicht weiß, wie lange sie durchhalten wird. Trotzdem hat sie sich entschieden, ihre Geschichte zu erzählen. Ich bin auf dem Weg zu Melanie. Hier in Neu-Isenburg lebt die 30-Jährige noch in der Wohnung ihrer Eltern. Melanies Mutter öffnet mir die Tür. Sie zeigt mir den Weg ins Zimmer ihrer Tochter. Denn die junge Frau verbringt zwingend den Großteil ihres Lebens im Bett. Es ist ja eigentlich heute ein wunderschöner Tag draußen und ich hätte gerne mit Ihnen das Interview draußen gemacht, aber Sie sagten, das geht nicht. Was würde denn passieren, wenn wir jetzt nach draußen gehen würden? Wenn ich ein paar Schritte gelaufen wäre draußen, ein paar Meter, würde ich dann anfangen zu schwitzen, dass wirklich die Kleidung komplett durchgeschwitzt ist. Mein Herz würde rasen wie ein Presslufthammer durch die Anstrengung. Die Herzrhythmusstörungen werden schlimmer. Mir wird dann schlecht. Ich nehme an, vom Kreislauf her. Und ja, und dann würde es 2-3 Wochen dauern, bis ich mich davon erholt hätte. Sommer 2004. Melanie ist 24, eine hübsche, aktive junge Frau. Sie arbeitet gern, freut sich auf ihre erste eigene Wohnung und auf die Zukunft. Nach einem Hörsturz bekommt sie eine Infusion. Nach diesem Tag ändert sich ihr Leben schlagartig, erzählt sie mir. Das war so, dass ich immer häufiger krank wurde. Ich habe mir erstmal immer jeden Infekt eingefangen, den irgendjemand hatte. Wenn jemand erkältet war, hatte ich gleich 39 Fieber, musste zu Hause bleiben. Und ich habe gearbeitet und ansonsten habe ich im Bett gelegen oder auf dem Sofa. Und am Anfang war es immer nur so, abends habe ich gelegen am Wochenende und irgendwann hat es aber nicht mehr gereicht, weil ich einfach die Erholung gebraucht habe. Mein Körper konnte nicht mehr. Die Ärzte, die Melanie aufsucht, helfen ihr nicht weiter. Ganz im Gegenteil. Die haben halt das eher auf die Psychoschiene geschoben, dass ich mir das einbilde, dass mein Körper krank wäre. Also die haben ja schon geglaubt, dass es mir schlecht geht. Zum Teil jedenfalls. Einige haben auch gesagt, vielleicht sind sie einfach nur faul und wollen nicht arbeiten gehen. Dabei bin ich mit Fieber teilweise arbeiten gegangen unter Schmerzmitteln. Und ja, ein Teil hat halt gesagt, sie fühlen das, aber das ist nicht real, was sie fühlen. Das ist in ihrem Kopf. Dabei finden insbesondere amerikanische und britische Forscher immer mehr Hinweise darauf, dass das chronische Erschöpfungssyndrom sehr wohl organische Ursachen hat. Es gibt verschiedene Theorien. Eine davon? Bei einer ganz normalen Erkrankung, wie zum Beispiel einer Grippe, gelangen Viren in den Körper, die der normalerweise mit Hilfe einer Gegenreaktion erfolgreich bekämpft. Bei CFS-Patienten aber bleiben diese Viren möglicherweise über Jahre im Körper aktiviert, sodass das Immunsystem dauerhaft auf Hochtouren fahren muss und das den Körper extrem schwächt. Andere Wissenschaftler glauben, dass der Zellstoffwechsel zum Beispiel durch Umweltgifte geschädigt wurde und dass die Zellen Dagi produzieren können. Die deutsche Forschung hängt hier offensichtlich hinterher. Ich bin in Berlin auf dem Weg zu einem von gerade mal 20 Ärzten, die sich hierzulande intensiv mit dem Erschöpfungssyndrom CFS beschäftigen. Ich zeige Dr. Löffler das Interview, das ich kurz zuvor mit Melanie geführt habe. Ist das typisch für CFS-Patienten? In einem schweren Stadium ja. Nicht alle Patienten sind so schwer betroffen wie hier in Ihrem Fall Melanie. Es gibt alle möglichen Zwischenstadien, aber ich selber habe mindestens 2 Patienten, die auch seit Jahren aus dem Bett nicht mehr herauskommen und für die das Zähneputzen eine so exorbitante Anstrengung ist, dass damit der Tag gelaufen ist. Dr. Löffler geht davon aus, dass allein in Deutschland etwa 500.000 Menschen von CFS betroffen sind. Die wenigsten wissen es, heilbar ist die Krankheit bislang nicht. Aber wann ist es noch eine normale Erschöpfung und ab wann CFS? Eine CFS, ein chronisches Erschöpfungssyndrom, hat einen ganz definierten Anfangspunkt und verschlechtert sich danach immer mehr. Das heißt, diese Patienten kommen mit einer normalen Pause
selbst wenn sie eine Woche Pause machen, eben halt aus dieser Erschöpfung nicht mehr heraus, sondern diese Erschöpfung bleibt. Das ist einer der wichtigen Unterschiede. Hinzu kommen oft weitere Symptome wie Kopfschmerzen, Herzrhythmusstörungen oder Mangelerscheinungen. Das alles kennt auch Frauke Bielefeld, genauso wie das Unverständnis vieler Ärzte, nur zu gut. Die 38-Jährige lebt seit 20 Jahren mit einer mittelschweren Form des Erschöpfungssyndroms und hält sich meistens in der Wohnung auf, erzählt sie mir. Gab es denn irgendwie einen speziellen Anlass, von dem Sie glauben, das war der Auslöser? Ich denke, dass bei mir die Ursache relativ klar ist. Ich habe eine Vergiftung gehabt mit PCP, Pentachlorphenol, was wir in einem Holzschutzmittel verwendet haben. Und das haben wir 87 benutzt und 89 wurde das schon verboten, weil es dann rauskam, dass es sehr giftig ist. Und wir haben es auch noch in Innenräumen benutzt und dafür war es gar nicht vorgesehen. Und ich habe da gesessen, wir haben das gerochen, wir haben gedacht, naja, das verfliegt sich. Und das passt im Nachhinein sehr gut zu meiner Krankheitsentwicklung. Und ist ein paar Jahre später, als ein Arzt mal drauf kam, noch im Blut gefunden worden. Es ist ganz komisch in Deutschland. Man lebt wie, also irgendwo sieht das System diese Krankheit nicht vor. Und ich habe inzwischen so viele auch Laborbefunde, die ganz klar krankheitswertig sind und nicht normal sind. Und wo immer wieder viele Schulmediziner dann meinen, das wäre alles nichts. Und das ist manchmal so ein Gefühl wie Gehirnwäsche. Ich spüre doch, dass was Grundlegendes schiefläuft. In den wenigen Stunden in der Woche, in denen sie am Computer sitzen kann, schreibt sie. Die 38-Jährige hat ihre Geschichte in einem Buch veröffentlicht, mit dem sie anderen Mut machen will. Sie selbst hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir haben ja jetzt keine Organschäden, wo irgendwas nicht mehr da wäre oder so, sondern es ist wirklich was, was im Stoffwechsel schiefläuft. Und ich bin mir ganz sicher, dass an sich, dass es was Reparables ist. Und wenn die Forschung mal ein bisschen mehr in die Puschen kommen würde, dass wir auch was finden würden. Zurück in Neu-Isenburg. Angelika S. macht ihrer 30-jährigen Tochter etwas zu essen. Dass Melanie wieder vollkommen gesund wird, daran glaubt die 59-Jährige nicht. Sie wäre schon mit kleinen Fortschritten zufrieden. Dann hätte sie als Mutter viel weniger Sorgen, verrät sie mir. Unser größter Wunsch wäre, dass unsere Tochter sich allein versorgen könnte und alleine leben könnte. Das wäre ihr größter Wunsch? Ja, weil im Moment ist es so, wenn uns jetzt was passieren würde, würde sie eventuell in ein Altenheim kommen, was bei CFS schon vorgekommen ist. Und dieser Gedanke ist für uns unerträglich. Melanie hat unsere zweistündigen Dreharbeiten tapfer durchgehalten. Wie verzweifelt sie über ihre Lebenssituation ist, wird mir am Ende unseres Gesprächs richtig klar. Ich hätte lieber eine Krankheit, wo ich die Möglichkeit hätte, dagegen zu kämpfen. Ich sag mal, ja, das finden die Leute wahrscheinlich jetzt nicht so, wie ich das sehe, aber wenn ich Krebs hätte, könnte ich kämpfen, dann wüsste ich genau, wo ich Krebs habe. Ich könnte sagen, ich nehme jetzt Medikamente, entweder ich schaff's oder ich überlebe es nicht. Aber mit CFS kann ich 20, 30 Jahre so leben. Und das ist nicht einfach. Dieses Interview war das erste und letzte, das Melanie je einem Fernsehteam gegeben hat. Es hat sie so viel Kraft gekostet, dass es ihr seitdem noch schlechter geht. Aber das hat sie vorher gewusst. Sie hat es in Kauf genommen, denn ihr war dieses Interview wichtig, weil sie hofft, für sich und alle anderen Betroffenen, dass ihre Krankheit endlich ernst genommen wird.